Auf alle Fälle haben wir hier noch die Leiche zum Looten. Hier gibt's wohl nichts mehr zu holen. Das ist ein Keller. Und ich glaube, hier kommen wir zurück zum Strand. Okay, kommst du wieder hoch? Jo. Oh, eine Leiter nach oben habe ich hier auch noch gefunden. Warte mal. Da unten ist eine zugemauerte Tür und er meinte gerade hier, dass die Partisanen eventuell etwas für mich haben, womit man die Tür aufmachen kann. Okay. Ja, ich habe ganz leise im Hintergrund eine Sprachausgabe gehört, aber konnte sie halt nicht verstehen. Oh, was mache ich denn? Okay, alles klar. Da oben war nichts. Also, ich konnte von da aus mit dem Fernglas auch nicht großartig was ausrichten. Das klingt jetzt spannend. Das klingt nicht gut. Ich war's nicht. Ich habe einen markiert, 46 Meter. Ja, Lärm haben wir jetzt gerade leider nicht hier, aber. Vorsicht, der sieht dich gleich, ne? Der ist da. Du siehst den, ne? An dem Geländer da. Den markierten? Ja. Jetzt kommen sie wahrscheinlich. Ich sehe keinen, das ist das Problem. Ja, die sind alle hier um die Ecke drumrum. Ja. Ja, von der Idee müssen aber direkt vor uns auch welche sein. Da kommen wir auch schon die ersten. Ah ne, und da unten stehen sie doch schon hier. Zwei, drei. Ich markiere die mal alle. Machen die jetzt nicht eigentlich genug Lärm, dass wir sie abknallen könnten? Ich hoffe es. Deswegen schieße ich ja schon. Okay, dann mache ich mal mit. Da kommen immer mehr. Na komm schon, beweg deinen Kopf. Oh shit, verfehlt. Den. Ja, genau den. Okay. Okay, sie wissen, wo ich bin. Das ist nicht ganz so glücklich. Das sind doch ziemlich viele. Ja, und da kommen immer mehr nach. Au, au, au. Ich geh mal in dieses. Na, Gebäude rein, hilft mir jetzt auch nicht viel. Ja, toll, den wollte ich auch gerade nehmen. Irgendwo ist doch noch einer hier unten. Wo ist der denn? Irgendwo rechts muss da noch einer sein. Ah, ah, da kommt da gerade rein. Moment. Na toll. Mitten im Markieren abgeschossen. Wir können in dem Gebäude hier die Treppe hochgehen. Bauen wir doch mal rein. Ich glaube, das sind Freundliche hier. Das sind die Partisanen, glaube ich, die hier schießen. Naja, auf der Karte wird es noch in Rot angezeigt, ne?
Teilweise, ja. Wo bist du? Im Haus noch oder oben drauf oder so? Ich bin im Haus, Balkon, aber auf der anderen Seite. Entweder bin ich blind oder ich sehe keinen. Ach toll, du rennst da ja schon die Kirchentreppen hoch. Ja. Ja, also die blauen Punkte sind, glaube ich, freundlich. Ja, da gehe ich von aus. Dann ist hier nur noch einer. Da ist noch ein. Ja. Da steht er rum. Stand. So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich mit den Partisanen reden. Du wahrscheinlich, dann warte mal, dann komme ich mal eben zu dir. Ich probiere das mal. Ja, ich komme sonst aber gerne. Nee, ich loot nur. Du bist wo drin, ne? Ja, da bist du, okay, alles klar. Und, kannst du mit einem? Nee, ne? Die sind... Nee, die sind da gerade an mir vorbeigerannt. Okay, dann. Moment, wo müssen wir denn hin? Wir müssen weiter zum Friedhof. Friedhof. Ne? Genau, hier die Treppe hoch. Ja, genau. Und mal kurz gucken hier. Der Friedhof. Eventuell ist hier auch noch ein Adler, ne? So 2 von 3 Hammer. Ja. Ja, ich schätze mal, da wird höchstens hier drin irgendwas sein, ne? Wie kommen wir denn da rein? Meter. Haupteingang ist gesperrt. Wir müssen irgendwie seitlich vielleicht rein oder so. Oder hast du schon einen Weg gefunden? Nee, hier ist eine versperrte Tür. Okay. Dann vielleicht auf der anderen Seite. Also, ich glaube, da kommen wir nicht rein. Es sei denn, du als Host vielleicht irgendwie? Nee, ne? Nee, da brauchen wir den Key. Auch nicht. Hier kann man hochklettern. Das hilft aber nur bedingt. Hier. Ja, so sieht's aus. Aber vielleicht gibt's hier irgendwo noch einen NPC, mit dem man reden kann. Ich gehe nochmal zum Friedhof und versuche hier nochmal zu gucken, eben, ob wir hier irgendwie reinkommen. Naja, von oben drauf könnte man wahrscheinlich. Ich guck mal nach, ob hier was zum Hochklettern ist. Ich glaube aber nicht. Obwohl, dahinter ist direkt das graue Gebiet. Weißt du was, die Mauer kann man doch sprengen, wenn du mich fragst. Nicht mit der Handgranate, nehme ich mal an. Hast du probiert? Nee, aber ich glaube nicht, dass das geht. Du kannst es probieren. Ich hätte TNT. Du probierst, ja, das könnte gehen. Wie benutze ich's? Hinlegen, F drücken und abhauen oder so? Oder wirft man das? Nee, und ne? Dann draufschießen, glaube ich, ja. Du musst es da hinlegen und dann glaube ich, draufschießen. Das ist in alten Teilen war das so. Ich glaube, ich habe es geworfen. Ja, es liegt da, es tickt. Ich gehe mal weg. Es klingelt. Und die Mauer ist auf. Also es hat dann wirklich wie so ein Wecker, ne? Tick, 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 dring. So. Ja, dann sollte man weg. Hier, da ist es. Glaube ich, oder? Ja, das ist ein Collectible gewesen. Weiß gar nicht, habe ich auch TNT noch? Ja, ich hätte auch noch TNT. Ich glaube, ich habe Stolperminen gesetzt. Kann ich das abbrechen? Ja, ich setze gerade eine Stolpermine. Kann ich das irgendwie abbrechen? Mit der Maustaste, mit der linken. Ach ja, steht da ja auch. Für Dove steht's da ja auch. Linke Maustaste abbrechen. Erhalten, Falle entschärfen? Wie Falle entschärfen? Mach ich mal. Ich entschärfe gerade eine Falle. Ich glaube, die habe ich da selber gesetzt. Ja. Okay, wirklich, ja.
Ja, wenn man einfach F drückt, ne, ohne zu wissen, was man gerade in der Hand hält, ist das schon schwierig. Okay, so, jetzt zum Hauptquartier. Jo. Das sind nur... Ah, ne, da hinten ist was Rotes, ne? Ja, ja, ich sehe es gerade. Ich sehe schon eine Deckung hier. Einer ist weg. Den anderen kannst du noch wegschießen. Ich versuch's. Ja. Oder die Streich. Partisan. Aber dafür bin ich wieder rot und sie wissen, wo ich bin. Warum eigentlich? Weißt du, hier schießen so viele Leute und dann machst du einmal Lärm und aber alle wissen, wo du bist, ne? Ich hab jetzt alles gekannt. Natürlich. Weil du hast die Waffe mit dem Neonschild, also mit diesem großen Neonpfeil dann. So sieht das aus. Du leuchtest dann erstmal. Ich loote hier gerade mal ein bisschen. Kannst du ja, auch? Ja, hab ich auch schon. Hier liegen noch 3, 4 für dich bestimmt. Oder sind die schon? Nee, ich glaube, die sind schon. Ne? Nee, die haben noch das Handsymbol hier, wenn du möchtest. Weil Medipack habe ich noch eins, Verband habe ich auch. Also, okay. So. Ja, ich bin ziemlich voll. So. Dann gehen wir am besten, ja. Auf Richtung Hauptquartier, ne? Wenn wir endlich diesen Trillerpfeifenkerl da mal... Ich würde ja ganz gerne, warte mal, erstmal von hier oben mal gucken. Jo. Gute Idee. Nee, außer Tauben nichts gewesen hier. Ich könnte mal, warte mal, ich könnte mal eben... Moment, da würde ich aber ganz gerne rein. Ach, in das Haus kommt man leider gar nicht. Okay. Ich habe doch eben ein gehört. Hast du das auch gehört? Ja, ich habe da vorhin, also mindestens 2 habe ich da reden gehört. Relativ nah sogar. In das Haus geradezu kann man rein. Okay, ja, nee, ich hab hier, ich markiere da mal ein. Ohne Offizier. Ich geh dabei in das Haus. Ich hab einen Offizier gefunden. Der rennt hier alleine rum. Habe ich jetzt Ultraschall, und Unterschallmunition? Du bist. Ja, ich sehe den Offizier. Ich bin hier im Haus. Ich ah ja, okay. Ja, ja, okay. Komm ich da mit rein. Erster Stock, ne? Oder bist du unten? Ja, ja. Ah ja, ich sehe dich. Okay. Schade, dass man die Tür nicht öffnen kann hier drin. Aber leider nicht sehr ergiebig hier. Aber nee. Hier geht's wieder runter. Auf der anderen Seite geht's wieder runter. Hm? Hier. Ah, da, okay. Direkt unter uns sind Gegner. Oh, wir haben was gehört. Hab mich direkt auf den Bauch gelegt. Entdeckt bin ich nicht. Aber sie suchen jetzt, ne? Ich markiere mal. Einer geht drüben die... Ich habe einen Stein geworfen. Einer geht drüben eine Treppe hoch. Ey, diese Lautsprecher müssten eigentlich richtig Lärm machen, ne? Aber ist nicht der Fall. Mist, haben mich gesehen. Ja, dann können wir jetzt auch schießen, ne, oder? Ja, jetzt kann man auch. Jetzt kann man auch schießen. Von wo schießt denn da einer? Okay, da kommt noch ein neuer. Ah, schade. Oh, der Offizier kommt. Sehr praktisch. Der ging auch gleich wieder.
Hat die so eine lange... Hm. Und schon grün. Sag mal, den Offizier sollte ich vielleicht nochmal looten, ne? Oder? Ja, der hat vielleicht Papiere bei sich. Aua, wer hat sich denn da die Knochen gebrochen von uns? Das klang ja brutal. Na nur, ich kann den gar nicht... Das ist auch nicht der Offizier, der liegt hier. Ja, aber den anderen müsste man doch auch looten können. Mehr werde ich hier nicht finden. Drücke Eingabe, um Sammelobjekt zu sehen. Mach ich mal eben. Eingabe, ich gedrückt. Kommt nicht. Komisch. Escape, wenn du Escape drückst, dann über Service Record, also auf Englisch wäre Service Record, da kannst du es dann einsehen. Das ist der Wehrpass wahrscheinlich dann, denke ich mir. Und dann Sammelobjekte, ne? Ja, ja, das ist es ja genau. Dorf Brianti, Brief, dem Chefs ist egal. Lieber Hildebrand, ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Ich wollte dir sagen, dass ich nicht länger in der Waffenfabrik arbeite. Okay, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Brief in die Heimat von Papa. Operative Überblick 7 und 8 habe ich hier. Scharfschützenberichte. Okay. Egal, ich komme mal eben wieder zu dir. Kann man die kaputt machen? Danke. Was? Die gehen mir nämlich langsam. Die Lautsprecher kann man kaputt schießen. Die gehen mir nämlich langsam auf den Ticker. Ja, mir auch. Vor allem eigentlich, ne, machen die so viel Lärm, dass die eigentlich problemlos rumschießen können sollten. Das Hauptquartier ist bestimmt unten, ne? Obwohl, hier kommt man nicht rein, ne? Oder? Ah, doch. Das ist sicher. Au. Aber wo steckt Sophia? Du bist mir gerade in den Rücken gesprungen. Thompson gegen Grabenflinte. Boah, das Ding macht ja nur, nur Schaden und aber sonst nichts, ne? Die Grabenflinte. Ist ja krass. Ist ja auch eine Schrotflinte, insofern. Ja. Das ist jetzt gerade ein bisschen dunkel. Ich nehme nochmal die Sonnenbrille wieder ab. Die ist sonst... Ah! Ich bin nur gegen die Kiste gelaufen. Rucksackladungen. Die werde ich wohl brauchen. Mhm. Haben wir die jetzt aufgenommen? Sprengladung wahrscheinlich, ne? Sie sind zur Burg. Erreiche Sophia in der Burg. Ach ja, jetzt müssen wir wieder zurück nach Norden. War ja klar. Wo ging es denn hier raus? Ach, hier. Okay, solange hier gerade keine Verstärkung kommt, ist ja gut. Genau, dann kann man auch mal hier fix rausforschen. Man könnte unterwegs hier nochmal zu dieser Scheune gehen und mal diese Steintür da unten aufsprengen. Also diese zugemauerte. Uns fehlt noch ein Adler. Fällt mir so ein. Ja, ja, ich gucke schon die ganze Zeit, aber ja. Vielleicht ist der an der Burg. An der Burg haben wir schon einen kaputt gemacht. Keine Ahnung, ob da noch einer ist. So, hier unten. Achso, ja. Ich hätte zwei TNT noch. Weg, weg, da liegt schon. Der liegt aber nicht wirklich gut vor der Mauer da. Der macht auch nicht nee. Piep-Piep. Meiner hat direkt Piep-Piep-Piep gemacht. Jetzt. Der ideale Ort, um Sophias Geschenk auszuprobieren. Jetzt solltest du weg. Ich höre, das muss man die kaputt schießen. Und auch keinen Wecker. Ah, nee. Hast du? Okay. Ich hab's kaputt geschossen. Na klasse. Wir können. Hm. Okay. Jo. Ja, und jetzt. es wäre von dieser Seite sprengen. Das wäre wahrscheinlich der praktischere Weg gewesen. Ne? Aber gut, man kann es ja nicht wissen, ne? Ja, wie verbraucht man sein TNT? So sieht's aus. In der Burg. Wir müssen, glaube ich, wieder nach rechts dann, ne? Sonst kommen wir da nicht hoch. Ja, ja. Aber schön ruhig hier gerade. So, wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde und vier.
Ruhig ist klar, ich meine, da sind ja auch keine Gegner mehr großartig noch vorhanden. Oh, hier kann man was looten. Diese Sandkiste. Oh, Shotgun-Munition und einmal TNT. Okay. Da geht's höchstwahrscheinlich nicht weiter. Außer vielleicht kann man hier hochklettern, aber. Ja, kann man. Ja. Na nun, warum komme ich nicht weiter hoch? Ja, warte, ich kletter mal zur Seite. Ah, okay. Hä? Ah, nee, man kann hier nur seitlich klettern. Ja. Man muss hier so lang holen. Ach, okay, da hinten ist noch eine weitere Kette, alles klar. Ich denke mir, Altersschwäche. Ich habe mir Animationsbug. Du rennst gerade gegen das Holzbrett die ganze Zeit in der Luft. Nee, bei mir sieht's gut aus. Schön. Na, nur hier oben waren wir doch schon mal, oder? Ja, ja, das ist richtig. Wir müssen ja wieder hier rein, ne? Keine neuen Sachen aufgetaucht. Nö. Ja, dann. Da bin ich auch ganz froh drum. Ja, ja, aber wäre ja nicht das erste Mal, sag ich mal, dass sowas passiert, ne? Nope. Jetzt fallen gleich hier 10 Wachen so direkt vom Himmel runter und fangen uns an als gerade. Ah, jetzt müssen wir hier. Ja! Das müssen wir jetzt sprengen wahrscheinlich. Okay, kann ich mal eben machen? Moment. Ja, ja, genau. Eine Tellermine habe ich auch. Okay. Nö, ich nehme TNT hier. Moment, das kann ich. Ach so, gewöhnlich und terminiert kann man das machen, das TNT. Ich habe das Terminierte genommen. Okay, pass auf, dann mache ich das mal. Rucksackladung platzieren, R. Ach nee, ich hätte noch einen Timer hinzufügen können. Moment. So, jetzt. Läuft, geht automatisch hoch. Pass auf. Müsste eigentlich. Ist, ja, sehr schön. Sophia, wo bist du? Wie, das war's? Weiß ich noch nicht. Einfach nur rein? Sprengen? Gefällt mir nicht, dass sie schon alle tot sind. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ach. Sophia. Sie müssen der Engel sein. Wir müssen reden. Der SOE-Scharfschütze. Schön, Sie hier zu sehen. Sie hat uns gerettet. Worauf warten Sie noch? Reden wir. Ha. Ah. Okay. Ja, doppelt so viel Kills wie der Anfänger hier. Okay. Geistkills. Mensch, heute warst du aber durchgehend. Aber deine Genauigkeit, die musst du verbessern. Du musst mehr Milch trinken. Da geht was auch. Dafür müsstest du deine Reichweite verbessern. Ja, aber so richtig Weitschüsse waren auf der Map ja 213 Meter, ist ja auch nicht so viel. Das ist richtig. Ne? In der Mission davor, da waren richtig interessant, wären weit interessantere Schüsse gewesen, ja. Ja, 250 hatte ich da, glaube ich. Sag mal, diese Herausforderung rechts, kannst du da irgendwas anklicken? Ausweichmanöver, was das ist? Ich sehe da mein gelbes Ausrufezeichen. Das sind versteckte Achievements oder sowas, weißt du das? Hast du da eine Idee? Keine Ahnung, welche das sind. Oder was Gewehrgemetzel, Auslöschung, sanft, ganz sanft. Ja, aber irgendwie, kannst du da irgendwas anklicken, dass da Text kommt? Nein, oder so? Ich kann da so viel wie du. Ja, okay. Ich sehe nur, dass ich 0 von 5 habe. Ich auch. Gestern waren aber die Dinger alle rot bei mir. Und jetzt ist es halt gelb mit einem Ausrufezeichen, deshalb habe ich mich gewundert. Okay, ansonsten optionale Ziele haben wir alle geholt. Wir sind Fortschritt zur Perfektion, genau. 81%. 1 Stunde 6 Minuten. Das geht doch. Jo. Jo. Ungefähr so wie gestern. Continue. Hm? Continue. Jetzt gibt's dann die Level. Moment. Weiter. Ah ja, richtig. Gewehrschütze. Ah, schade. Korporal 7. Du bist wahrscheinlich jetzt Rang 8, ne? Ja. Das gerade Rang 8 geworden. Ja. Ja, weil du hast ja auch mehr getan. Das hat man dann ja auch gemerkt.
Ich guck gerade. Ach so, ich hab ja... Ach ja, die Herzfrequenz, die hatte ich ja erhöht, genau. Okay. Ich überlege immer noch, ob ich mir eine andere Knarre mal kaufe. Du hattest die, Ich hab mir die Mosin-Nagant noch geholt, Ich will mir nicht überlegen, Stabilität ist natürlich vielleicht auch hilfreich für mich, ne, aber... Die Carcano macht auch einen interessanten Eindruck, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, aber da die Kugelgeschwindigkeit, ne? Das sagtest du ja mal. Das ist, Nicht nur das, auch die Upgrades, sind ein bisschen anders. Mündungsgeschwindigkeit, Stabilität und Zoom. Wobei, nee, die sind... Achso, die kriegt man wieder... Sortiert. Die kriegt man, ja, genau. Zoom habe ich immer noch nicht, ne? Bei der Spring fehlt ein Upgrade irgendwie. Ist immer noch nicht ganz voll. Schade eigentlich. Okay. Je, aber ein schönes Spiel. Wir versuchen gleich nochmal eine Runde authentisch oder wie? Ich würde mir das ganz gerne mal angucken. Das ist bestimmt sauschwer. Also schwer ist schon ganz angenehm, sage ich mal so. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber können wir ja gleich mal reingucken. So. Vielleicht machen wir auch noch eine Runde. Das diskutieren wir gleich aus. Ich würde mich jetzt erstmal verabschieden hier. Aus der Aufnahme. Und ja, bis zum nächsten Mal kann ich gar nicht sagen. Aber zum Privatzocken ist es auf alle Fälle ganz angenehm irgendwie, finde ich. Es ist auf jeden Fall ein empfehlenswertes Spiel, meiner Meinung nach. Ja. Über den Preis kann man debattieren, ob das wirklich einen vollen... Bolle 60 Euro kosten muss, vor allem mit DLC 90. Anbetracht dessen, dass es dann doch ein bisschen wenig Missionen sind. Aber so die Spielmechanik und die Qualität des Spiels, die sind auf jeden Fall gut. Also da kann man nicht meckern. Nee, kann man auch nicht, finde ich auch. Wieso? Wie viele Missionen sind es denn? Weißt du das? Ich habe das nicht geschaut. Insgesamt sind es, warte mal, 2, 4, 6, 8 Missionen. Okay, 2 haben wir jetzt. Richtig. Okay, die Missionen brauchen lang. Ja, aber es sind halt doch nur 8 Missionen letztendlich. Ja, ich meine, man kann sich noch mit den Sammelobjekten beschäftigen hier, Briefe finden, aber in der Regel spielt man sowas ja nicht unbedingt, um Briefe einzusammeln, sondern um die Missionen halt irgendwie, das ist ein Nebenbei, sag ich mal dann, ne? Genau. Von der Idee her. Wie der Wiederspielbarkeitswert ist zwar da, aber limitiert. Jo, aber auch authentisch, ohne dass du da irgendwie irgendwelche Anzeigen hast oder Hilfen, das wäre dann schon noch die endgültige Herausforderung. Also das ist dann eine Herausforderung, ja. Das ist bestimmt eine. Also da will ich gerne mal reingucken. Ha, okay, ja, dann sagen wir mal tschüss, bis dann. Jo, bis dann. Tschüss.